meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Ich eröffne die Plenarsitzung, begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit fest. So, dann habe ich noch einen Hinweis an die Vertreter der Presse. Bitte vorsorglich darauf zu achten, dass Sie nicht in den persönlichen Bereich der Abgeordneten eingreifen, indem Sie Unterlagen oder Laptop-Bildschirme filmen oder fotografieren. Des Weiteren möchte ich auch darauf hinweisen, dass Kameraleute und Fotografen den inneren Bereich des Plenars beim Beginn der Sitzung zügig zu verlassen haben und sich danach nur seitlich außen bis zum Eingang in den Plenarteller aufhalten dürfen. Dies als freundschaftlichen Hinweis. Zur Tagesordnung sind noch offen die Punkte 10, 11, 13 bis 35, 38, 39, 42, 43, 46, 50 bis 55, 58 und 62. Eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Duale Berufsausbildung leistet auch bei Obel wichtigen Beitrag zur Zukunftsfestigkeit und zur Verankerung in der Region, Drucksache 20676. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl, dann wird dies Top 63. Weiter eingegangen und dann letzten Teil ein Dringlicher Antrag der SPD-Fraktion DIE LINKE, gute Ausbildung bei Opel erhalten, Drucksache 20677. Bitte sehr, Kollege Rudolph. Ja, drück mal drauf. Jetzt ist es an. Wir haben uns verabredet, dass dann jetzt beide Anträge vor Eintritt in die Mittagspause ohne Aussprache abgestimmt werden, weil heute ist auch eine Demonstration, damit das auch dem Anlass entsprechend noch im Landtag gewürdigt werden kann. Beide Anträge vor Eintritt in die Mittagspause zur Abstimmung. Müssen wir dann nachher darauf achten. So, dann haben wir noch verteilt. Antrag, Dringlicher Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Klimaschutz sinnvoll gestalten. Das ist die Drucksache 20678. Auch hier ist die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 65. Wir können dies nach Top 52 der Aktuellen Stunde aufrufen und direkt abstimmen. Und dann haben wir noch einen, der ist gerade verteilt worden. Das ist es, ja. Ein Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der FDP, Freien Demokraten, keine Finanztransaktionssteuer, Drucksache 20679. Dringlichkeit ebenfalls bejaht, dann wird dies Top 66 und kann, wenn niemand widerspricht, nach der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und direkt abgestimmt werden. Auch klar. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann geht es weiter, Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung. Meine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für eine Aktuelle Stunde 50 bis 55. Bekanntes Verfahren. Danach werden die Punkte dann ohne Aussprache abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt von 13 bis 16:30 Uhr der Ministerpräsident, ganztägig der Staatsminister Dr. Schäfer. Dann der Staatsminister Prof. Dr. Lotz von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Nach wie vor sind entschuldigt Norbert Kattmann, der ehemalige Präsident, die Frau Kollegin Alex, die Frau Kollegin Fissmann, Frau Kollegin Walter, Frau Kollegin Wallmann und der Herr Abg. Gagel. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Ausschusssitzung. Heute Abend nach dem Ende der Plenarsitzung kommen der Rechtspolitische Ausschuss und der Unterausschuss zu einer gemeinsamen Sitzung in Raum 501a zusammen. Im Anschluss daran tagt der Rechtspolitische Ausschuss weiter. So, auch klar. Dann haben wir heute einen Geburtstag. Und der Präsident hat ausdrücklich gewünscht, dass er persönlich das jetzt im Plenarsaal macht. Auch die Gratulation. Unsere Kollegin Janine Wissler hat heute Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich. Alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Meine Damen und Herren, noch kurz zum Sport.
Es gab ja gestern einige kritische Stimmen, was man auch gehört hat aus den Reihen der Abgeordneten, einige Kritik an unserem Teamchef Wolfgang Decker. Ich habe das ja gestern schon zurückgewiesen. Aber ja, langsam. Nur, dass ich allerdings an einem so bedeutenden und historischen Tag den ersten Sieg unserer Landtagself, ich will nicht sagen nach Jahrzehnten, aber in diesem Jahr mitteilen kann, gibt mir eine besondere Freude und Befriedigung. Ich bin fast so weit wie der Präsident eines großen Vereins am letzten Samstag, dass ich Tränen der Rührung ob dieses Sieges empfinde. Wir haben nämlich 4:1 gewonnen, meine Damen und Herren. Jetzt rollen wir natürlich den Kram von hinten auf, das ist auch klar. Tore der Yüksel Türkut hat ein Tor geschossen, der Christian Losch hat gleich 2 Tore geschossen. Dann gab es noch einen Handelfmeter. Ich wollte eigentlich auch mitteilen, dass wir so deutlich gewonnen haben wegen unseres Torwartes Marc Weinmeister. Aber er hat mir heute Morgen mitgeteilt, dass er leider gestern nicht am Spiel teilnehmen konnte. Und ich überlasse Ihnen selbst Ihre Einschätzungen dazu. Also, nachdem, da gibt es nichts zu lachen, das war ernst gemeint, meine Damen und Herren, nachdem also das alles so wackelig war und anderswo der Teamchef ja keine Garantie bekommt, lieber Wolfgang, ich will dir ausdrücklich eine Jobgarantie geben. Wir sind ja in Hessen und nicht in Bayern. Und ich darf dich bitten, zu mir zu kommen bei diesem historischen Sieg. Wir haben noch einige Flaschen Wein. Wir wollen nicht hoffen, dass das das letzte Mal war, dass du bei uns warst. Alles Gute. Glück auf unserer Mannschaft und dir alles Gute. Hoffentlich werden es keine Elfner. Ja. So. Also, das habe ich doch gut gemacht, meine Damen und Herren.